Hallo, 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 Demiro hier mit Let's Play Your Level, Error LP und Virus Dragova, wenn ich es richtig im Kopf habe. Haben ein Level gemacht. Error kennt man inzwischen. Error kennt man. Hey, Dude. Die Grafiken und Ideen sind vom Virus, aber das Leveldesign vom liebsten Error. Liebe Grüße, Error LP. Also, ja, wie gesagt, Error kennt man, der hat schon zigtausend. Error ist quasi Let's Play Your Level. So könnte man es zusammenfassen. Der schon wieder. Und wir sehen ein grünes Grün. Okay, ich habe jetzt irgendwie habe ich mit was anderem gerechnet. Weil er mir mich auch schon vorwarnte mit, es sei doch der typische Troll drin. Und ich sehe... Ah, es ist so ein Level. Okay, es ist so ein... Jetzt verändert sich das Ganze und dann ist hier halt derselbe Aufbau mit anderem Thema. Und sieht halt cool aus. Okay, ich verstehe. Das ist sowas mag ich. Das gibt's aber halt auch schon ein paar Mal da draußen in der Welt. Und so. Da hat jetzt niemand das Rad neu erfunden oder sowas. Also, es ist eine coole Idee, aber sie gibt's halt schon. So, jetzt gucken wir mal aber erstmal weiter. Also normalerweise laufen diese Welten Level halt so, dass man jetzt aus irgendeinem Grund wieder eigentlich in die Röhre müsste. Und zwar, weil hier ein P-Switch fehlt. Okay. Gut, dann gehen wir mal in der anderen Welt. Der Welt der P-Switches. Jetzt wieder den P-Switch holen. Finden. Was auch immer. Und der ist garantiert hier links. Hier links ist ein P-Switch. Und ein viel schön... Oh mein Gott. Diese Pokies sehen gerade so schön aus, wenn man die anderen gesehen hat. Oh mein Gott, sehen die gerade schön aus. Oder die anderen einfach unglaublich hässlich. Das kann es natürlich auch sein. Dass diese schwarzen Pokies einfach pottenhässlich sind. Oh nein, so funktioniert das. Schau mal an. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das eine Option wäre. Nachdem der auch schon da stand. Hallo. Hallo, Smiley-Landfläche. Hallo, na. So, wir wechseln jetzt. Nicht mehr? Wir gehen einfach mal hier rein. Und haben dann das hier. Wir gucken jetzt gar nicht mehr, was in der anderen Welt gewesen wäre. Fuck it. Scheiß drauf. So. Huch, wir sind jetzt trotzdem in der anderen... Nee. Man soll da einfach keine P-Switches drücken. Na, Emmy. Okay, ich habe den P-Switch halt gedrückt. Huch. Das ist ziemlich offensichtlich. Ich mag das, wenn Leute sowas machen. Ich frage mich halt nur, was dieses ganze Sprinkelzeugs von den Weihnachtskeksen hier soll. Und... Okay. Was ist mit Mario passiert? Und... Was ist das hier? Guck mich nicht so an, geh weg! Oh mein Gott! Okay. Ja. Oh Moment, kann ich da... Tatsächlich? Wirklich? Error? Was ist hier los? Na. das war interessant. Und... Ja, jetzt mal ernsthaft. Was ist dieses... Dieses Sprinkelkeks... Sollen das die Fehler sein? Das ist Weihnachtskekszeugs. Keks-Weihnachten. Was ist das hier? Das sind keine Eeries, oder? Eeries konnte man nicht mit dem Feuerball kaputt machen. Oh. Rein da. Nein, die Röhre. Sie ist kaputt. Das ist auch die erste Plattform, die nie fällt. Das sind so Kleinigkeiten. Und übrigens war Error hier. Und der Virus auch. Okay. Was war das für ein Raum mit Gesichtern? Das war voll komisch. Was zum Geier war das? Und nein, du sollst doch nicht. Du hast. Mario, du sollst doch keine P-Switches drücken. Wie komme ich jetzt zu dem Haus? Ich würde gerne zu dem Haus. Was nicht geht. Okay, ja gut. Ich muss halt sagen, Error weiß, was er tut. Deswegen muss ich zu dem Level echt nicht viel sagen. Also Error jetzt noch weiter Lob in den Hintern schieben, ist echt nicht nötig. Und so. Ja. Also, what is hier passiert? Ich glaube, ich habe gerade noch einen zweiten rechts. Irgendwas steht hier auf dem Kopf.
Und ich kann nicht mal ein Save-File aussuchen. Was? Und wieso habe ich nur ein Leben? Was ist hier? Was ist los? Let's play your level. Okay. Ja, das war spaßig. Denke ich. Ist das ein Level, wo ich einfach nichts drücke, wenn ich da drauf laufe? Nein, okay. Das hat mich jetzt. Was ist los? Warum ist es so laut? Ich mag's nicht, wenn es so laut ist. Ich frage mich halt gerade, ob ich die Geschwindigkeit gleich brauche. Aber wir machen das erstmal ohne. Oh mein Gott. Okay. Okay. Wenn ich die Geschwindigkeit brauche, bin ich so am Arsch. Aber das kann ich mir hiermit nicht vorstellen. Oh, es ist so. What? What? Okay, was war das? Und warum ist hier nichts? Oh nein. Ich hasse Hammerbrüder. Macht er das jetzt wieder? Macht er das jetzt nicht wieder? Okay, er macht's nicht wieder. Der macht's aber wieder. Nein! Kann man die. Kriegen wir die tot? Die laufen genauso kaputt, okay. Oh, Hammerbrüder. Oh mein Gott. Ich werde so outplayed von diesem Hammerbruder. Bitte. Oh mein Gott. Lass mich doch. Oh. Was? No. Nein. Ich weigere mich, diese Qual hier hinzunehmen. Was soll denn das? Nein, Rex. Verpiss dich. Off. Immer noch off. On. Was? 3. Tut. Okay, nach 3. 1, 2, 3. Hüpf. 1, 2. Scheiß drauf. Wow. Okay. Jetzt. Was? Was? Oh. Das mache nicht mal ich. Was wird denn hier los? Was geht hier ab? Wie kriege ich den hin? Ah. Der scheint mir ein wenig uncooler. Okay. Okay, jede Menge ASM-Spielereien, mit denen ich gerade nicht gerechnet habe. Ich frage mich halt immer noch, wofür dieser Turbo-Block war, der bisher keinerlei Erklärung gefunden hat. Und irgendwie spiele ich halt echt scheiße gerade und es tut mir leid. Oh mein Gott. Okay. Warum höre ich Wassergeräusche? Was sind das für Wasser? Oh, was? Wo kam der zweite? Hey, hallo? Beruhigt euch. Beruhigt euch. Irgendwas muss hier doch auch wieder sein. Oder ist hier erst wieder was? Hier ist bestimmt wieder was. Ich sehe das doch kommen. Hallo, fröhlicher Cooper. Bling. Was? Bling. Warum? Ah, da unten fällt man rein. Okay, normalerweise kann man auf diesen Wolken laufen. Okay, man kann auf diesen Wolken hier nicht laufen. Warum ist... Oh, warum? Was tue ich denn? Ich will nicht mehr. Bitte tötet mich. Oder so. Macht mir ein Ende. Warum ist alles so fröhlich? Und das war cool. Was? Pünktchen? Pünktchen? Diesmal waren die Punkte da oben. Doppelpünktchen? Here we go. Was? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Hallo? Coopers. Ich habe nur 20 Sekunden. Das sind es. Sind es so Killräume? So, mach alles kaputt. Ja, sind es. Okay, jetzt sag aber nicht, ich habe nur noch 9 Sekunden für den Rest. Was? 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Hüpf. 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 Huh, was? Ich habe das Rennen verloren. Glaube ich. Ja, ich muss das Rennen behalten. Okay. Oh, mein Gott. Oh, das wird spaßig. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Nein, Jupp, 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 Jupp. Nein. Warum tut man mir sowas an?
so doof, ne? Okay, hier passt alles. Und jetzt... What? Da war nur ein Koopa. Ein Block. Das ist unfair. Okay. Oh, oh mein Gott. Yes. Oh, da ist noch... Ich hab doch keine Zahl... Wir haben doch keine Zahl... Was? Was? Wer rechnet denn mit sowas? Oh mein Gott, ich muss hier immer noch rennen. Warum muss ich denn da immer noch rennen? Geht's noch? Das haut doch alles nicht hin. Selbst mit einem kurzen Sprung nicht. Das haut aber hin. Oh! Ah, es ist fies! Nein! Ist die Lösung hier die gleiche? Nein, ich kann doch einfach so machen. Okay. Was ein blöder Raum. Was ist hier schon wieder? Was? Brauche ich den Koopa? Spiel, gib mir... Was hat mich getötet? Was? Was tötet mich? Sobald ich einen Sprite töte. Okay, dann... Geh bitte. Oh mein Gott. Verstanden. What? Es ergibt dir nicht Sinn. Hüpfende Koopas. Geh weg. Was? Das sind diese Super Koopas. Ich weiß nicht mehr, woher die sind. Ich habe die irgendwo schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, in welchem Hack das war. Nein. Ich mag euch doch nicht. So echt nicht. Können die bitte... Oh mein Gott. Und das ist jetzt ein normaler Koopa. Die Regel gilt immer noch. Warum gilt die Regel denn immer noch? Nein. Nein. Och nee. Warum denn? Was soll denn das? Ja, hüpf. Hast du gut gemacht. What the fuck? Geh mit dir, Huiuiuiuiui. Huiuiuiuiui. Was ist das denn? Okay, er ist so langsam. Zieht es sich vielleicht ein wenig. Und das ist wieder sehr, sehr laut. Ups. Wann ist denn das Ganze vorbei? Das soll doch nur ein Level sein. Ein Level. Keine 500 Idee. Oh mein Gott. Es ist schon wieder so laut. Off. Den brauche ich doch bestimmt. Was? Okay. Ich bin verwirrt. So ein bisschen. Was? Hier geht's weiter. Halt, was macht die Röhre? Nichts. Wirklich. Okay. What? 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 Ich bin so verwirrt von diesem Level. Es ist so unglaublich. Hier, nimm dies. Wir gehen das einfach vorsichtig jetzt an. Ganz vorsichtig und entspannt. Und machen einfach nur... What? What? Hätte ich wechseln müssen mit den ganzen Blöcken, die hier sind? Ich habe gerade das Gefühl, andersrum wäre besser gewesen. Das ist Walljump. Das dreht sich wieder. Okay. 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 Bin gerade nur ein wenig verwirrt. Money, money, yeah. 50. Was ist mit 50? Muss ich 50 Münzen sammeln, oder was? Warum mache ich das überhaupt noch? Was ist, wenn ich das nicht mache? Fail. Dann sterbe ich. Okay. Die Frage ist jetzt halt nur... Ich will das gerade einfach nur mal austesten, weil ich neugierig bin. Muss ich 50 sammeln oder muss ich 50 haben, wenn ich fertig bin?
Wir machen das mal so, dass ich danach 50 habe. 5, 6, 47, 50. Okay. Super. Das ist doch irgendwie so ein japanischer Hack. Was ist los hier? Das wirkt auf mich wie so ein typisches japanisches Fail. Was Fail? Muss ich immer noch 50 haben, oder was? Also hier darf ich keine berühren. Muss dann wahrscheinlich auch verhindern, dass die an den Blöcken da explodieren. Fail? Ja gut, dann leck mich doch. Okay. An sich ein nettes Level, aber es war halt zu viel aufeinander und alles für meinen Geschmack. Ich weiß es nicht. Daher würde ich sagen, nicht so viel zusammenpuzzeln und man sieht es beim nächsten Mal mit mehr. Bis dahin, meine lieben Freunde, und tschö, tschö.